Hallo Leute und damit willkommen zu Hot Wheels Customs nach einem Jahr Part 4. Vier Parts haben wir jetzt schon und heute geht's in den Endspurt der Hot Wheels Customs. Ich habe noch ein paar aufgereiht für euch und ich bin schon sehr gespannt, so wie ihr, wie die sich denn im letzten Jahr verhalten haben. Aber zuerst vielen, vielen Dank an die Views und an die Likes im letzten Video. Vielen Dank, dass ihr das alles so feiert. Das ist für mich der größte Dank, wenn ihr diese Videos guckt und auch gleich liked und subscribed und weiterteilt. Das ist ja der goldene Hattrick. Like, subscribe und Glocke drücken, denn das hilft einem Creator wie mir unglaublich weiter. Das ist der größte Dank, wenn das passiert, weil das verändert den Algorithmus, das lässt die Videos weitertragen, das lässt die Community größer werden und das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen ja immer mehr sein, wir wollen ja eine super Zeit miteinander verbringen und ja, vielen Dank an alle Kommentare, die unter den Videos gestanden sind. Ich versuche immer sofort an allen zurückzuschreiben, ich schaffe es nicht immer direkt, aber ich lese sie auf jeden Fall alle und ja, jetzt springen wir gleich rein auf den Tisch und gucken uns die letzte Charge von Hot Wheels Customs an, wie sie sich denn verhalten haben und was denn passiert ist mit diesen Modellen im letzten Jahr. Ja, bis dahin, Leute, also bis dahin, wir sehen uns ja jetzt gleich. Ich tue jetzt die Kamera changen und dann geht's gleich los. Ha, Mann, solltest mal überlegen, was du sagst, bevor du es sagst. Erst denken, dann sprechen. Ja, auf jeden Fall, jetzt change ich die Kamera, wir sehen uns, bis gleich. So, und damit willkommen am Tisch zum vierten Teil meiner Serie Customs nach einem Jahr. Wir werden uns jetzt die letzten Customs begutachten, mal gucken, was sich so im letzten Jahr geändert hat. Und es sind natürlich wieder mal ein paar Schätzchen dabei. Wir starten mit einem relativ simplen Custom und das ist der Datsun Pickup Truck, wo ich die Wheels gewechselt habe. Das war mein erster Wheelwechsel auf die, die ich bestellt habe. Die von, fällt mir der Firmenname gar nicht ein, aus dem Internet, aus den Weiten des Internets zu mir gekommen sind. Habe ich mal probiert, wie das denn so funktioniert. Und sehen auf jeden Fall wunderbar aus. Finde ich, passt super zu dem Truck. Übernehmen gut diesen schwarzen Streifen, den ihr hier auf der Seite drauf habt. Das passt von der Designsprache auf jeden Fall zusammen. Der Pickup-Truck ist jetzt sonst relativ easy, also es ist halt nur ein Wheel-Swap gewesen, aber manchmal muss man auch nicht mehr machen. Manchmal reicht das vollkommen aus. Und deswegen auf jeden Fall ein Platz in meinem Herzen für dieses Custom, aber jetzt nichts, wo man 20 Minuten drüber quatschen muss. Wir gehen weiter und zwar zu meinem ersten Decal-Entfernung. Custom, wo ich das erste Mal die Decals, also quasi die Aufkleber, die Aufdrucke entfernt habe, was interessante Erfahrung war auf jeden Fall. Dieser Gasser, dieser Chevy Gasser, man sieht hier auch, also da hätte ich auf jeden Fall sauberer arbeiten können, aber das war erstes Projekt, was so in diese Richtung gegangen ist. Ich habe ein Tutorial im Internet gesehen und habe mir gedacht, das probierst du einfach mal aus. Und ja, aber grundsätzlich jetzt nicht so dramatisch schlecht geworden. Ich habe ihn auch poliert, weshalb hier auch noch ein bisschen Polierpaste in den Ecken drin ist, die man nicht mehr rausbekommt. Ja, you live, you learn sozusagen. Aber auch hier die Details natürlich gemacht mit Rückleuchten und Frontleuchten sowie Blinkern, um einfach noch ein bisschen Realismus reinzubringen. Rollt natürlich auf seinen eigenen Achsen, ist klar. Wurde natürlich aufgemacht. Ist auch so klar, weil man Decals entfernen und lackieren macht mehr, also ist einfacher, wenn man das Chassis runternimmt. Hopp, Kamera gedengelt. So, der nächste ist auch ebenfalls eine Art, na, es ist keine Restauration an sich. Es ist mehr ein Versuch der Rettung und zwar mein Surfer Pickup, wo ich auch drinnen die Details gemacht habe mit Sitze in Rot und die Anschnallgurte mit der silbernen Buckle, also mit der silbernen Schnalle, wo ich mich also ein bisschen an Detailarbeit geübt habe. Leider war die Scheibe von dem Modell nicht mehr zu retten. Die war schon so kaputt, dass ich sie gleich ganz weggelassen habe. Ja, manchmal ist das halt leider so, aber zumindest hat dieses Fahrzeug dadurch noch ein bisschen ein Leben bekommen, denn andernfalls wäre es wahrscheinlich sonst in den Müll gelandet, was auch sehr schade ist. Das ist ein Fantasy-Modell von Hot Wheels, also angelehnt natürlich an einen F-150 Pickup Truck. Wir sehen hier
die ersten Versuche, Details zu machen, war jetzt noch nicht so dramatisch gut. Aber ja, wie gesagt, you live, you learn. Man wird immer besser mit jedem Projekt, das man macht. Als nächstes gehen wir in den Dreck. Und zwar, viele von euch kennen mein Video von der 15-Minuten-Challenge, die ich nicht ganz in 15 Minuten geschafft habe, aber nicht so dramatisch. Es war trotzdem eine coole Erfahrung, und zwar der Pickup-Truck, der also richtig abgeranzt und dreckig werden sollte. So richtig farmmäßig Pickup-Truck hier mit Details auf Weathering. Ich habe ja ein Weathering-Tutorial gemacht, dafür auch, das verlinke ich euch auch mal da oben, wo ich euch gezeigt habe, wie man mit Washes und verschiedenen Drybrushing-Methoden diese Dreck und Staub und Dreckeffekte hinbekommt. Und ich muss sagen, nach einem Jahr hat sich das auch sehr, sehr gut gehalten. Auch jetzt habe ich es gar nicht in die Kamera gehalten. Ah, oh mein Gott, er ist gebrochen. Oh, und ich wollte noch sagen, dass er sich nach einem Jahr nicht gehalten hat. Er ist gebrochen. Oh mein Gott. Das ist jetzt live on Kamera passiert. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. So hätte er ausgesehen, hier auch schon hier mit Details und hinten mit Details, schöner Dodge Pickup Truck. Aber ihr seht, er ist gebrochen. Ein Jahr, und das ist ja auch nur Kunststoff hier gewesen. Es war nicht mal Metall, war nicht mal Druckguss, aber er hat es leider nicht überlebt. Den muss ich auf jeden Fall reparieren. Der hat es so nicht überstanden. Und ich wollte noch darüber reden, wie gut die Federung noch funktioniert. Ja, ihr seht also, es können nicht nur Lackschäden passieren, es kann auch Materialermüdung geben. Das ist natürlich schade. Aber ja, dann kann man das Projekt auf jeden Fall mal wieder auffassen, um ihn zu retten. Wenn ihr das sehen wollt, dann schreibt es in die Comments und lasst uns drüber quatschen. Das ist, ja, das braucht definitiv Liebe. Okay, nach einem Totalausfall gehen wir weiter zu einem wunderschönen Modell, das ich Snow White genannt habe. Ich muss nur aufpassen, sonst fällt ihm auseinander. Und zwar ein Porsche, ich glaube 911 ist das, der goldene Stripes bekommen hat auf weiß-mattem Lack. Mit schwarzen Rückleuchten, schön getönt, mit weißen Felgen. Also ich habe hier versucht, so die Designsprache von Eleganz und Winter mit hineinzubringen und das Ganze auf ein neues Level zu heben. Diese goldenen Streifen, die ihr seht, die sind von einem Modell der Titanic, das ich mal zusammengebaut habe, und die sind übrig geblieben. Ich habe mir gedacht, was machst du mit diesen goldenen Streifen? Die sehen so gut aus. Du machst einen stylischen Porsche daraus. Also das ist eindeutig eines meiner Lieblingsmodelle geworden. Vor allem, weil auch nach so langer Zeit der Lack immer noch in tadellosem Zustand ist. Bisschen staubig, aber sonst nichts Dramatisches damit passiert. Nichts kaputt gegangen. Und einfach dieses Gold hebt das Ganze nochmal auf ein anderes Level. Es war eine Heidenarbeit, diese Streifen gerade drauf zu bringen. So vor allem, dass sie erstens einmal, dass der Abstand hier gepasst hat und dass die Länge gepasst hat. Denn die mussten ja einzeln drauf gemacht werden mit Pinzette, und das ist viel, viel Arbeit und filigran, das korrekt hinzubekommen. Und man hat nicht viele Möglichkeiten, denn wenn dieser Streifen mal drauf liegt und man versucht, ihn zu bewegen, kann es passieren, dass er reißt. Und dann hat man ein Problem, denn ich hatte genau nur diese zwei Stück davon. Das heißt, es war ein Versuch und mehr ging nicht. Aber ja, jetzt versuchen wir mal, das ganze Ding hier vorsichtig runterzuheben. Und last but not least ist ein Modell, wo ich etwas probiert habe. Und zwar ein Challenger Charger. Ein Dodge Charger, kein Challenger. Get your facts straight, Alex. Und der ist in Army Green, das ist Army Painter, Army Green Farbe, mit einer blank polierten Motorhaube, die
unbehandelt bleibt. Also auch hier ist auch kein Klarlack drauf. Das ist einfach, ich habe die unbehandelt gelassen, weil ich wissen wollte, wie verhält sich das Material, wenn es unbehandelt der Luft ausgesetzt ist. Den Elementen jetzt nicht so unbedingt, aber der Luft. Und ihr habt ja gesehen, wie Silber der Golf war in dem letzten Video. Und wir sehen hier, dass es einfach jetzt zum Vergleich, wenn man das auf der Kamera so sieht, es ist matter. Es ist auf jeden Fall matter geworden. Es ist so ein bisschen angelaufen und mehr allerdings noch nicht. Und das überrascht mich, dass nach einem Jahr noch nicht mehr als einfach nur ein bisschen angelaufen ist. Ich werde das auf jeden Fall noch weiter beobachten und bin sehr gespannt, wie sich diese Motorhaube in den nächsten Jahren noch verhält. Ja, Leute, das waren die Customs, die ich gemacht habe. Das waren jetzt 4 Parts und ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst doch bitte einen Like. Vielleicht schaffen wir dieses Mal 10 Likes mehr auf dieses Video als auf dem vorigen. Das wäre natürlich super, super geil, denn so ein Like hilft dem Kanal immer. Und wir sehen uns jetzt gleich in der Conclusion wieder. Bis dahin, viel Spaß und nicht abschalten, denn jetzt wechseln wir die Kamera und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, so, willkommen zurück am Tisch, also vom Tisch, am Schreibtisch. Und ich hoffe, es hat euch so gefallen, wie es mir gefallen hat. Wir hatten ja ein wunderbares Fest mit den Customs. Jetzt sind wir alle durch, aber das heißt nicht, dass nicht noch welche dazukommen oder dass Projekte wieder aufgefasst werden. Ich habe ja auch noch ein bisschen was hier. Ich bin nur jetzt noch lange nicht dazu gekommen, dem Ganzen Aufmerksamkeit zu geben, da ich sehr, sehr viel arbeite momentan. Tja, die einen sind im Homeoffice, die anderen arbeiten das Dreifache. So ist die Welt momentan, aber wir werden das auf jeden Fall gemeinsam schaffen. Und was wir auch schaffen werden, ist sicher 10 Likes mehr auf dieses Video als beim letzten, denn das hilft einem Creator, wie gesagt, sehr, sehr viel weiter. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Nicht vergessen, Like, Sub und Glocke drücken, der goldene Hattrick. Und ja, wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr sie natürlich jederzeit in die Kommentare schmeißen. Lasst uns miteinander plaudern, lasst uns eine super Zeit verbringen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Bleibt zu Hause, bleibt gesund und ich habe noch ein paar Videos zum Gucken. Wir sehen uns.